Jo Leute, was geht? Willkommen zu Lords of the Fallen, dem First Look. IGN hatte die Möglichkeit, die ersten 13 Minuten Gameplay zu veröffentlichen. Die wollte ich mir auf jeden Fall angucken, weil ich extrem Bock auf das Game habe. Release ist ja schon bald. Ich habe extrem, extrem Bock auf das Game. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns mal zusammen den Trailer an. Ich werde euch den Original-Trailer unten mal verlinken. Von IGN, wenn ihr da selber nochmal reingucken wollt, ohne mein Gesicht hier. Ich habe ein bisschen reingeluschert, ich habe schon ein bisschen was gesehen und was ich gesehen habe, gefällt mir richtig gut. Sehr gute Grafik, smoothes Gameplay, das heißt alles richtig schön flüssig, nicht hackelig, typisches Souls-like, das heißt leveln, bockschwer und unfair und man kriegt die Krise in dem Game, aber. Ich hoffe, dass wir eine coole Geschichte haben. Ich habe schon ein paar Dinge gehört, die da implementiert sind, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal rein hier in den Gameplay-Trailer, was der uns zu bieten hat. Also Aufmachung sehr Souls-like. Die Engine würde ich fast sagen, ist Unreal Engine 4, oder? Sieht zumindest so aus. Man startet irgendwo um nirgendwo. Die Files Sepulchre, das ist natürlich Englisch, keine Ahnung, was das heißt. Oben links sehen wir schon Leben, Mana und noch irgendeine Leiste. Unten links Items mit X. Unten rechts, da bin ich gerade drüber, haben wir einen Bogen, den man anscheinend auch wechseln kann. Quick Attack und Heavy Attack, also relativ normal. Anvisieren ist da. Okay, wir haben ein Schild, das gefällt mir schon mal gut. Das war Safe and Heavy Attack. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich würde echt sagen, dass das so. Das muss Unreal Engine 4 sein. Also Elden Ring mäßig. Sieht sehr cool aus. Ich habe das Video selber runtergeladen. Ist nicht von YouTube. Ich denke, da wird die Qualität auf YouTube nochmal besser sein. Und vor allen Dingen im Game dann selber auch nochmal besser. Also kann mir sogar vorstellen, dass es 4K-Support hat. Und Raytracing. Switch between Targets ist ja Standard. Okay. Also alles relativ normal. Mich würde natürlich interessieren, was für Klassen gibt es. Das haben die jetzt natürlich nicht gezeigt. Und was für eine Klasse ist das hier? Sieht so jägermäßig aus, wenn ein Bogen dabei ist, ne? Kann man springen? Er hat direkt eine. Oh, das finde ich cool, dass man direkt so eine Lampe dabei hat. Blaues Licht. Ach! Habt ihr gesehen? Blaues Licht hat Sachen gezeigt, die ohne blaues Licht nicht da sind. Da habe ich im Trailer, vielleicht sehen wir das gleich auch noch, gesehen, da war irgendwie eine Brücke, die man nur gesehen hat mit der Lampe. Okay, springen sehr tight, also sehr knapp. Okay, man kann ausweichen mit Kreis, ist klar. Und ausweichen ist Bloodborne-mäßig. Also man macht keine Rolle, sondern man dasht so ein bisschen nach vorne. Okay. Items sehr nicht so krass auffällig. Oh, da sehen wir das erste Mal das Menü. Strange, Agility. Okay, ich will auch nicht Pause drücken. Wir gucken das einmal durch, aber habe jetzt nichts Ungewöhnliches gesehen. Was ist das? Okay, er kann. Ich sehe das nicht. Ich bin da drüber. Vielleicht mache ich mal da kurz ein bisschen weg. Hier unten hat er geswitcht und dann hat er irgendwie da was. Gemacht. Oh, man sieht den Schuss vom Bogen, wo der hingeht, oder wie? So, da können wir nochmal Endurance, Vitality, Radiance, Inferno, Stärke, Agility, okay. Alles normal bei den Stats. Also nichts Außergewöhnliches, obwohl Inferno war schon komisch. Ich glaube, oben rechts sind die Seelen. Aber mit einem Multiplikator? Okay, anscheinend ist dieses Licht sehr essentiell, wo man nochmal mehr sehen kann. Ist natürlich krass gemacht. Man muss sich überlegen, die müssen erst die normale Welt modellieren und dann nochmal eine Welt modellieren mit dem Licht. Bin ich gespannt, wie sehr das implementiert ist. Ob das wirklich überall ist. Und dann kommt man da durch. Das ist cool. Das ist ein cooles Gameplay-Feature. Ich hoffe. Dass das nicht überhand nimmt, weil es kann schnell nervig werden. Oh mein Gott, der ist fast tot. Heilt er sich? Kann er sich heilen?
Mit diesem Kreuz, da hat er sich geheilt, okay. Attack Combinations, okay. Press Y to switch between one-handed and two-handed. Okay, ist normal. Angriff von hinten. Natürlich. Okay. Die Angriffe, zumindest mit dieser kleinen Axt da, haben für mich noch nicht so krass einen Impact wie ja zum Beispiel bei den Souls Games. Umbral-Rifting. Umbral muss ich direkt an Diablo denken. Okay, oh, hä? Okay. Aha! Hä? Jetzt hat er gemacht, dass das allgemein so ist. Kann er die Welt einfach komplett switchen? Ein Umbral are marked with an Icon, okay. Ah, das ist. Wisst ihr, was ich für Feelings habe? Twilight Princess. Wer erinnert sich? Twilight Princess gab es auch zwei verschiedene Welten. Und wo man eine Welt, also ein Bereich hatte, den man dann quasi zweimal durchlaufen konnte. Einmal in dieser anderen Welt, in dieser Twilight-Welt und einmal normal. Das gibt mir extreme Twilight Princess-Vibes. Ich hoffe, dass das gut implementiert ist und halt nicht nervig wird. Und kann man überall die Welt einfach switchen? Ey, viele Fragen. Ich will auch wissen, ob es eine Open World ist oder auch so schlauchartig. Haben wir später irgendwie einen Hub? Ah, ich meine, das wird ja wahrscheinlich alles noch das Intro sein. Da kommt gleich ein Boss und dann kommen wir erstmal richtig in die Welt. Ist ja alles Intro, Epilog. Aber er sammelt da irgendein Zeug. Frage ich mich, was bringt das? Gibt das Seelen? Achtet mal oben. Ach, Leben gibt das. Zusatzleben? Aha. Withered Health can be removed by damaging enemies. Ah. Verkümmertes Leben. Okay. Kann wieder entfernt werden, wenn man Gegner bekämpft. Is it all? Ich habe nicht zu Ende gelesen. Was ist das? Irgendein Sammelkram. Gibt Items. Okay, gibt Items. Natürlich. Ich frage mich gerade, also es wird wahrscheinlich an meiner Aufnahme hier liegen, dass das Bild ein bisschen schwammig ist. Aber ich guck auch auf ein großes Bildschirm. Es wird für euch vielleicht wieder besser sein. Ist leider bei diesen Aufnahmen immer ein bisschen schwierig, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall gut aussehen wird. Muss gleich mal gucken, für welche Systeme das rauskommt. Für die PlayStation weiß ich's. Kommt es auch für PC raus? Was? Okay, Multiplikator ist jetzt auf 1.1. Umbral make your presence increasing known to any inhabitants, okay. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ist das oben so ein bisschen. Werden die Gegner damit dann auch stärker oder so? Diese. Ja. Da oben rechts jetzt auch so ein Auge. Okay, jetzt ist er hier raus. Nee, ist er nicht. Er ist die ganze Zeit in dieser Twilight Zone, ne? Also, hat nicht wieder gewechselt. Ich weiß auch nicht, woran man es erkennt. Nur an der Farbe. Okay, da macht er irgendwie einen Weg mit frei. Lädt natürlich extrem ein, später für Rätsel und so, ne? Okay, ich glaube, das ist wieder eine normale Welt. Ja, sieht aus. Ah, LB und RB gleichzeitig Kick. Das war ja früher bei Souls immer nach vorne drücken und angreifen. Schild und angreifen, okay. Also wenn wir wieder in einer normalen Welt.
Also ich glaube, man kann es nicht selber so entscheiden, sondern es wird so im Spiel vorgegeben. Sieht sehr schön aus, muss ich echt sagen. Hat also übelste Elden Ring Souls-like Feelings. Sieht sehr cool aus. Das wird hier wahrscheinlich sowas wie ein Leuchtfeuer sein. Rest-Upgrade, ja, das ist ein Leuchtfeuer. Sehr cooles Leuchtfeuer. Boah, ich würde so gern Pause machen. Multiplayer sehe ich da auch. Multiplayer, er geht auch. Okay, ich dachte, er geht auf Multiplayer. Kann man also immer an so einem Leuchtfeuer sich zum Multiplayer verabreden, ja? Wird es Crossplay haben? Wird es Cross-Save haben? Oha, da sieht man die Karte. Schön gemacht. Okay, blocken. Parry. Ja, gucken, ob er parryen wird. Parryen finde ich selber immer extrem schwierig. Ich bin kein Fan von Parryen. Kann ich nicht. Okay, wenn er so langsam angreift, ist natürlich übel einfach. Er hat irgendwie bei. Also der Parry hat nicht gezogen, er hat trotzdem keinen Schaden bekommen, ne? Parry doch. War das ein Parry? Das war relativ easy, würde ich sagen. Ich hoffe, dass es nicht so übertrieben schwer wird. Gerade der Anfang. Wie ist das Game noch, wo man am Anfang nicht weiterkam? Boah, das kam auch letztens raus. Ich habe den Namen wieder vergessen. Aber da war der Anfang so bockschwer, dass man das quasi gar nicht geschafft hat. Und das sieht auch. Also, das sieht heavy aus für den ersten Boss im Game. Er ist 5 Minuten im Game. Light Reaper. Okay, bin ich gespannt. Er hat auch nur noch eine Heilung, ne? Okay, muss man nicht gegen ihn kämpfen. Vor allen Dingen, wo sind seine Seelen? Ach, er hat eben Leben gemacht, ne? Er hat ein Leben gemacht. Da ist er wieder. Okay, Ganondorf Teleport Vibes. Er hat noch nicht ein Damage gemacht. Und ist fast tot. Er hat keine Heilung mehr. Das schafft er doch niemals. Also. Okay, er hat den Flügel angegriffen und keine Hitbox. Das ist schon mal schlecht. Und tot. Ich glaube, das ist so ein Boss, da soll man auf jeden Fall sterben. Hä, was war das? Das Auge? Nee, das Auge. Nee, das Auge sagt, ob man in der Twilight Zone ist. Habe ich. Er ist nochmal tot. Ich glaube, man soll hier sterben. Ja, man soll da sterben. Okay, das war's. Das war's. Junge, viele Eindrücke, viele, viele Eindrücke. Gefällt mir, also dass der Epilog, wenn der schon so war. Ich hoffe, der hat eine Open World. Ich hoffe, dieses Twilight-Ding nimmt nicht überhand und ist cool implementiert. Sah mega aus. Lasst mal eure Meinung unten stehen. Würde mich extrem interessieren, wie ihr das findet. Werde ich auf jeden Fall reingehen. Habe ich extrem Bock drauf. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst ein Follow da, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Ein Like auf dem Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.